Sie sehen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl 2020 in Hoyerswerda. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die jeweiligen Kandidaten eigenverantwortlich. In welchem Hoyerswerda wollen Sie leben? In welchem Hoyerswerda wollen Sie Ihre Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehen? Wird es das Hoyerswerda sein, das den Strukturwandel als Chance zu verstehen wusste? Das Hoyerswerda, in dem die Stimme der Bürger gehört wird und den Menschen im Ehrenamt ehrliche Wertschätzung entgegenbringt? Eine Stadt, die Unternehmen endlich wieder als Partner zur Seite steht? Wird es die Stadt sein, die als Zuhause der Region Lebensmittelpunkt vieler Bürger ist? Ein Hoyerswerda, das sich nicht ausruht, sondern immer neue Lösungen für die Zukunft findet. Es liegt in unserer Hand. Zur Oberbürgermeisterwahl können Sie sich mit Ihrer Stimme für dieses Hoyerswerda entscheiden. Mein Name ist Claudia Florian und ich stehe für ein Hoyerswerda, das jeden dazu einlädt, mit seinem Beitrag unsere Stadt ein Stück besser zu machen. Ein Hoyerswerda, auf das wir stolz sein können. Ich werde jeden Tag für meine Ziele kämpfen und mit derselben Leidenschaft meinen Wahlkampf führen. Ich bitte um Ihre Stimme zur Oberbürgermeisterwahl am 6. September. Sie sahen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl 2020 in Hoyerswerda. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die jeweiligen Kandidaten eigenverantwortlich. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 3. September. Wir freuen uns, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt starten wir unsere gemeinsame halbe Stunde mit Neuigkeiten vom Tage. Die Touristeninformationen in Hoyerswerda und Senftenberg arbeiten von nun an unter neuer gemeinsamer Leitung noch enger zusammen. Dies und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie. Seit 1. September leitet Dana Kersten die Touristeninformation in Senftenberg und Hoyerswerda. Das geht aus einer Mitteilung des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland hervor. Sie folgt auf Diana Lesche, die auf eigenem Wunsch die Senftenberger Touristeninformation nach 4 Jahren wieder verlassen hat. Zu dem Team von Dana Kersten in Senftenberg gehören 2 Mitarbeiterinnen und 2 Saisonkräfte. In der Touristeninformation in Hoyerswerda stehen ihr aktuell 3 Mitarbeiterinnen zur Seite. Durch die neue Leitung aus einer Hand könne man von Synergieeffekten profitieren, so Katrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Die Bündelung der Aufgaben ermögliche es zudem, einheitliche Qualitätsstandards zu halten sowie finanzielle und personelle Ressourcen zu schonen, betont sie weiter. Wir entschuldigen uns für den entstandenen Fehler und möchten hiermit die Nachricht über die Schließung des Bürgeramtes in Hoyerswerda richtigstellen. Das Bürgeramt des Landkreises Bautzen auf dem Hoyerswerder Schlossplatz bleibt vorerst bis zum 11. September für den normalen Besucherverkehr geschlossen, heißt es aus einer Mitteilung des Landratsamtes. Grund ist eine positiv getestete Mitarbeiterin und die damit verbundene Quarantäne von mehreren Kontaktpersonen. Die Bürgerämter in Bautzen sowie in Kamenz sind weiterhin geöffnet. Außerdem ist die Bürgerhotline auch künftig unter der Nummer 03591 5251 115 111 erreichbar. Auch eine Gruppe des Kindergartens Burkau ist voraussichtlich bis zum 11. September geschlossen. Hier ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für 9 weitere Personen in der Kita wurden Quarantäne ausgesprochen. An dem denkmalgeschützten Haus Hoyerswerda Straße 30 in Kamenz hat die schon seit längerem angekündigte Sanierung begonnen. In dem Gebäude sollen nach seiner Fertigstellung im Untergeschoss eine Arztpraxis und in den Obergeschossen Wohnungen entstehen. Der stark baufällige Anbau am Hauptgebäude entlang der Jahnstraße sowie auf dem Grundstück befindliche Nebengebäude werden abgerissen. Anstelle des Anbaus wird ein Erweiterungsbau zur Unterbringung weiterer Wohnungen errichtet. Die Stadt Kamenz fördert die Maßnahme mit ca. 67.000 Euro. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda hat am Mittwoch in der Semmelweisstraße auf einer Bienenwiese 2 5-Sterne-Hotels eingeweiht. Die Hotelanlage wurde aber nicht für Urlaub errichtet, sondern für Bienen und Insekten, die dort zukünftig wohnen können. Damit sie sich auch wohlfühlen, wurden verschiedene Materialien wie Holzwolle, Schilf oder Bambus verbaut. Nun haben hier unter anderem Wildbienen, Wildwespen oder auch Schmetterlinge und Marienkäfer die Möglichkeit, sich niederzulassen.
Die Hotels sind Teil des Projektes zum Schutz einheimischer Insekten. Aufgestellt und finanziert wurden die Hotels von der Melde und Berthold GmbH. Gebaut wurden sie von den Lausitzer Werkstätten aus Hoyerswerda. Die spezielle Bienenwiese wird extra selten gemäht, um die Tiere möglichst in Ruhe leben zu lassen und ihnen eine Alternative zu den immer knapper werdenden Lebensräumen zu bieten. Ab Mitte Oktober sollen auf der Wiese weitere Pflanzen den Lebensraum der Bienen aufwerten. Vom 5. bis 6. September wird auf dem Magerhof in Brieske das Lausitzer Lyrikfestival des Vereins Ich Schreibe stattfinden. In diesem Jahr steht die Begegnung von Wort- und Bildkünstlern im Mittelpunkt, informiert der Verein. Beginn ist am Samstagmorgen mit einer Werkstatt. Ab 14 Uhr kann man den Lyrikern und Grafikern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Der Magerhof wird am Samstagnachmittag zur Freiluftgalerie. Dann stellen sich die Dichter auf einer Leserbühne vor. Am Sonntag wird um 11 Uhr die gemeinsame Edition Jeder ist ein Künstler präsentiert, heißt es aus Brieske weiter. Über zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik konnte sich am heutigen Donnerstag der Bautzner Landrat Michael Harich freuen. Anlass war der 60. Geburtstag des Landkreischefs. Der offenbar auch in der Bevölkerung beliebte Kommunalpolitiker war von 1990 bis 2001 Bürgermeister von Soland. Den Landkreis leitete Harich seit 2001. Wie vom Jubilar zu erfahren war, sei eine große Feier nicht vorgesehen. Gefeiert wird lediglich am Abend mit Familie und eigenen Freunden. Bereits am Freitag soll der Start in den dreiwöchigen Jahresurlaub erfolgen, so Michael Harich. In unserem heutigen Kandidatencheck zur Oberbürgermeisterwahl in Hoyerswerda haben wir den 5 BewerberInnen die Frage gestellt, wie sie im Falle eines Wahlsieges neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Kandidatencheck zur Oberbürgermeisterwahl in Hoyerswerda am 6. September. Frage: Wenn Sie als Oberbürgermeister gewählt werden, wie wollen Sie neue Arbeitsplätze schaffen? Ich möchte für die Ansiedlung eines Mix verschiedener Unternehmen den Weg ebnen, dass wir zum Beispiel insbesondere im Industriegebiet Zeisig die Grundlagen dafür schaffen, Gebiete wieder zurückzuerwerben und Konzeptionen zu entwickeln in Kooperation mit dem Industriepark Schwarze Pumpe und in enger Zusammenarbeit mit der Sächsischen Agentur für Strukturwandel. Da denke ich insbesondere an Branchen der regenerativen Energien, grüner Wasserstoff, aber auch von Recycling, Batterien, Solar- und Windkraftanlagen, aber auch die begleitenden Dienstleistungsbereiche im Bereich des Gesundheitswesens, des Tourismus und auch der Kreativwirtschaft im Zusammenhang mit der Pflege sorbischer Sprache und Kultur. Neue Arbeitsplätze für unsere Stadt, aber auch für die Region werden sich ergeben aus einem wachsenden Zuse-Campus, der kleinteilig neue Industrie, kleinteilig neues Gewerbe und alles, was zu einem modernen Campus gehört, ansiedelt. Darüber hinaus müssen wir unsere Wirtschaftsförderung stärken. Unsere Wirtschaftsförderung muss den vorhandenen Bestand an Betrieben weiter aufbauen, stärken, aber muss auch die Voraussetzung schaffen, dass sich neue Industrie bei uns ansiedeln möchte. Gewerbegebiet wie Zeisig, Kooperation mit dem Industriegebiet Schwarze Pumpe und andere Dinge gehören für mich selbstverständlich dazu. Hier gilt es, zweigleisig vorzugehen. Durch die Bildung von kommunalen wirtschaftlichen Bündnissen in der Region, von Weißwasser, Spremberg bis Senftenberg. Natürlich mit dem Industriepark Schwarze Pumpe. Wir werden die tausenden Arbeitsplätze nur in diesem starken Verbund ersetzen können. Wir müssen in Wertschöpfungsketten und Kreislaufwirtschaft denken. Lokal gilt es, den Industriepark Zeisig zu entwickeln, ihn als Technologie- und Innovationspark aufzubauen. Für all das brauchen wir eine handlungsfähige, schlagkräftige Wirtschaftsförderung. Durch meine Vorstellung mit der Lautech GmbH in Kooperation werden wir das erreichen. Damit haben wir eine Struktur, die diese Herausforderungen sicher und kompetent angehen wird. Die Stadt muss zukünftig Partner für neue und alte Unternehmen sein. Wir müssen dringend die Gewerbesteuer an das Umland anpassen, um dieselben Voraussetzungen zu haben. Die schnelle Verkehrsanbindung ist ganz, ganz wichtig. Weiterhin müssen wir Flächen vorhalten, wenn überhaupt Unternehmen zu uns kommen wollen, dass wir die Voraussetzungen dafür haben. Der Zuse Campus wird zukünftig neue Unternehmen mit sich bringen. Start-ups werden sich gründen und die Entwicklung des Scheibesees als Tourismus- und Wirtschaftsstandort finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn wir den haben, werden wir es auch schaffen, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Und zwar brauchen wir bloß in die Umlandgemeinden schauen. Der Gewerbesteuerhebesatz ist dort weit unter Hoyerswerda und das müssen wir auch für Hoyerswerda schaffen. Wir liegen bei 405 und müssen da runterkommen, damit der Standort Hoyerswerda interessant gestaltet wird für Industrie und für Gewerbe, damit die sich hier niederlassen. Da denke ich an eine Sonderwirtschaftszone für Hoyerswerda und das wird Arbeitsplätze bringen, das wird Industrie und Gewerbe nach Hoyerswerda bringen. Die zusammengefassten Antworten der 5 Oberbürgermeisterkandidaten finden Sie auch auf unserer Homepage lausitzwelle.de sowie auf unserem YouTube-Kanal Lausitz Zeitgeschehen und bei Facebook. Gleich geht es bei uns um den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Hoyerswerda. Vorher haben wir aber noch weitere Nachrichten aus der Region für Sie. Die Auszahlung von Corona-Kinderbonus in Sachsen startet am 7. September. Familien erhalten einmalig 300 Euro, da sie durch die Corona-Krise besonderen Belastungen ausgesetzt sind, teilt die Bundesagentur für Arbeit online mit. Der Kinderbonus wird in 2 Raten ausgezahlt. Die erste Zahlung in Höhe von 200 Euro erfolgt im September, die zweite von 100 Euro im Oktober. Die Auszahlung ist gestaffelt nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Die Sonderzahlung wird für jedes Kind gezahlt, für das im Jahr 2020 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Es gilt auch für Kinder, die in diesem Jahr noch geboren werden. Der Kinderbonus ist eine zusätzliche Unterstützung für Familien in der Corona-Krise. Das Geld ist Teil des Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung. Die Auszahlungstermine und weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Familienkasse Sachsen. Im Altenpflegeheim Lorenzius-Haus wurde in der vergangenen Woche ein musikalischer Nachmittag veranstaltet. Einrichtungsleiterin Silke Eichler lud dazu das Polizeiorchester Sachsen ein. Unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen musizierten und sangen die Polizisten vor dem Gebäude. Viele Senioren verfolgten das Konzert aus ihren geöffneten Fenstern. 2 Mitarbeiter des Seniorenheims tanzten sogar auf einem Balkon. In das Bild reihten sich auch Bewohner und Mitarbeiter aus dem benachbarten Helling-Keller-Haus ein. Beide Einrichtungen befinden sich in Trägerschaft der Diakonie Libera, deren Hauptsitz in Görlitz ist. Dieser musikalische Nachmittag war eine sehr gute Entscheidung. Musik verbindet die Herzen, ganz besonders in dieser schwierigen Zeit, meinte Einrichtungsleiterin Silke Eichler abschließend. Einer Mitteilung der Stadt Senftenberg entsprechend wird die Blumenwiese in Brieske am Margaretengraben erst im Laufe des Septembers gemäht. Damit soll sichergestellt werden, dass die meisten Blütensamen bereits ausgefallen sind und sich so genug neue Kräuterpflanzen im neuen Jahr bilden. Speziell an den Rändern der Fläche konnten sich bisher nur wenige Kräuter etablieren. Um diese Lücken zu schließen, wird das Schnittgut nach der Maat nicht sofort abgeräumt, sondern auf vorhandene Rasenlücken verteilt. Diese verbleiben anschließend noch einige Zeit auf der Fläche, bis das Mähgut abgetrocknet ist. Dadurch wird das Aussamen verbessert und gleichzeitig Insektenschutz geboten, heißt es in der Mitteilung weiter. Der evangelische Schulverein im Landkreis Bautzen errichtet zurzeit in Gausig ein neues Wirtschaftsgebäude. Es soll einer Werkstatt, einem Büro, Umkleide- und Lagerräumen sowie dem Vereinsarchiv Platz bieten. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das erste Quartal 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei 840.000 Euro. Der evangelische Schulverein betreibt in Gausig alle Schularten von der Grundschule bis zum Gymnasium sowie einen Hort. Zittau bekommt ein neues Stadthotel. Der Umbau der früheren Kaufhalle Mitte an der Ecke Albertstraße, Reichenberger Straße zum Hotel König Albert ist in vollem Gange und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Umbau soll etwas mehr als 1 Million Euro kosten und startete gegenüber den ursprünglichen Planungen leicht verzögert. Das neue Hotel beherbergt nach der Fertigstellung 15 Zimmer und einen Tagungsraum. Ein Restaurant ist nicht vorgesehen. Bereits 2017 war ein Anbau der früheren Kaufhalle abgerissen worden. Lasst euch verzaubern beim ersten SC-Krabbert-Firmenlauf durch den Koselbruch rund um die geheimnisvolle Schwarze Mühle. 5 bis 10 Starter bilden ein Firmenteam und laufen gemeinsam den 2 Kilometer langen Rundkurs. Ein unvergesslicher Sommerabend mit Teamgeist, Wettkampfcharakter und gemeinsamer Feier in der Krabbertmühle. Einfach zauberhaft.
Der erste SC Krabbert-Firmenlauf. 16. September, 18 Uhr. Anmeldung unter www.sportclub-hoyerswerda.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Willkommen beim Einkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag zum Drachenfest vom 4. bis 6. September im Möbelzentrum Großreschen. Nutzen Sie unseren 50% Aktionsrabatt auf freigeplante Küchen und bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen. Und dazu die 0% Finanzierung mit Gratislieferung Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Erleben Sie Drachenkunst und Drachenflug mit bunten Familienprogrammen wie Hüpfburg und Kinderschminken. Und genießen Bockwurst oder Kaffee mit Kuchen für nur 1 €. Über Straßenbauvorhaben, Bus- und Bahnverbindungen und wie die Pläne für eine überregionale Verkehrsanbindung von Hoyerswerda aussehen, sprachen wir mit dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Andreas Nowak. Bezüglich der Verkehrsanbindung und dem Straßenbau in Hoyerswerda und Umgebung wird sich in den kommenden Monaten für uns alle viel verändern. Was genau auf uns zukommt und wie die Gemeinden Einfluss auf die Infrastruktur nehmen können, haben wir Andreas Nowak, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen, gefragt. Herr Nowak, können Sie uns die Zuständigkeiten beim Straßen- und Schienenbau zwischen Bund, Land und Kommune kurz erklären? Also man kann sagen, das, was innerhalb einer Gemeinde oder einer Stadt passiert, ist Angelegenheit dieser Stadt und dieser Gemeinde. Das heißt, die Straßen, die in Hoyerswerda sind, sind auch Angelegenheit von Hoyerswerda. Wenn wir dann hinter der Stadtgrenze sind, kommt es darauf an, ob wir auf einer Staats-, Kreis- oder Bundesstraße sind. Ist es eine Kreisstraße, dann ist der Landkreis Bautzen dran. Ist es eine Staatsstraße, dann sind wir mit dem Freistaat Sachsen gefragt. Und auch die Bundesstraßen sind Angelegenheit des Freistaates. Das machen wir allerdings als sogenannte Auftragsverwaltung für den Bund. Wie verhält sich der Werdegang bei dem von Bürgern geforderten Ausbau der B97 auf 3 Spuren? Und auf welchen Zeitraum müssen wir uns einstellen? Also einen Zeitrahmen kann man da tatsächlich nicht nennen. Und das Problem bei der B97 ist, dass die Verkehrszahlen relativ schwierig sind. Man braucht also eine gewisse Grundverkehrslast, um auf 3 Spuren erweitern zu können und muss dann in bestimmten Bereichen auch Ortsumgehungen machen. Das ist momentan hier in der Gegend alles, muss man der Fairness halber sagen, nicht in dem Maße gegeben, dass dort in nächster Zeit was passieren wird. Aber ich empfehle in dieser Frage trotzdem dran zu bleiben. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass das Geld natürlich endlich ist und dass wir mit der S94 ja jetzt schon eine sehr gute Anbindung an die A4 haben, die sogenannte Sorben, der Sorbenschnellweg, wie ich gelernt habe. Und deswegen ist das mit der 97 nicht ganz so einfach. Aber das Projekt Milau zum Beispiel, diese Spange von Leipzig, über eben hier Hoyerswerda in den Bereich bis rüber nach Weißwasser. Das haben wir in den Kohlemitteln untergebracht. Also hier wird auf jeden Fall infrastrukturell was passieren in den nächsten Jahren. Wie sieht es mit der S-Bahn-Anbindung zwischen Hoyerswerda und Dresden aus? Also bei den S-Bahnen ist es so, das bestellt der VVO, das ist der zuständige Verkehrsverbund, der sich also um Regionalbahnen, S-Bahnen und Regionalexpresszüge kümmert, also um den Nahverkehr auf der Schiene, der ihn auch zu den Plusbussen und Stadtbussen vernetzt, die wir hier in der Region haben. Das bedeutet also, wenn wir eine S-Bahn nach Hoyerswerda von Dresden aus wollen, dann müssen die verantwortlichen Politiker im Rathaus mal zum VVO gehen, müssen sagen, dass sie angebunden werden wollen. Und dann müssen wir gucken, wie die Mittel dafür bereitgestellt werden können. Auch im Rahmen vielleicht dieser Kohlemittel muss man sehen, dass man ja da vorankommt. Aber wichtig ist, man muss sich einig sein vor Ort. Man muss auch da die Anliegerkommunen der Nachbargemeinden mitnehmen und dann zum Verkehrsverbund gehen und sagen, wir wollen angeschlossen werden und lasst uns überlegen, wie es gehen kann.
Was können Kommunen für den Ausbau von Bundesstraßen in die Wege leiten? Naja, das ist ähnlich wie eben bei der Bestellung von den Leistungen. Also bei Bundesstraßen ist es so, dass sie in den Bundesverkehrswegeplan mit rein müssen. Das ist jetzt gerade erst verabschiedet worden vor ein oder zwei Jahren. Und da ja solche Infrastrukturprojekte immer sehr langfristige Projekte sind, ist das Thema jetzt, kann man da erstmal nur nachmelden, wenn man was nachmelden will. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, die B97 ist da in der Hinsicht auch im deutschlandweiten Vergleich eben, was das Verkehrsaufkommen angeht, relativ schwierig. Wie wahrscheinlich ist eine neue Anbindung zwischen Hoyerswerda und Brandenburg und welchen Einfluss kann Flixbus darauf nehmen? Ja, der Flixbus ist ja eigentlich ein eigenwirtschaftlicher Fernverkehr, der gar nicht Nahverkehr machen darf, wenn man es ganz streng auslegt, sondern Flixbus wird lizenziert, wenn man mehr als 100 Kilometer weit fährt oder aber mehr als eine Stunde Fahrzeit braucht. Jetzt ist der Flixbus aber natürlich mit unterschiedlichen Stopps auch ein am Nahverkehr teilnehmender, de facto ein teilnehmender Akteur. Ich habe gehört, dass an der Linie derzeit, dass die Linie eingestellt ist und dass es wohl auch Schwierigkeiten geben wird, die zu reaktivieren. Wenn man Nahverkehr macht, dann muss man das richtig machen. Auch da gilt ab zum VVO. Wir im Freistaat Sachsen haben für ein neues Plusbus-Taktbusnetz aus der Strategiekommission, die wir in der letzten Wahlperiode hatten, natürlich dann auch den Kontakt zu den Kollegen in Brandenburg suchen, weil die müssen den Teil auf Brandenburger Gebiet dann finanzieren. Und dann hat man so 1 bis 1,5 Jahre Vorlauf, wenn man das unbedingt will und mit ganzer Kraft verfolgt. Und dann ist es auch realistisch, dass man das einrichten kann. Der VVO plant, seine Fahrzeuge auf Wasserstoff umzustellen. Gibt es da vom Freistaat bereits Pläne für ein Förderprogramm? Es gibt derzeit noch kein Förderprogramm für Wasserstoff, aber es ist mir ein besonderes Herzensanliegen, dass da was passiert. Ich verfolge das Thema seit mehreren Jahren. Wichtig ist, dass der Wasserstoff grün hergestellt wird, weil sonst haben wir in der CO2-Bilanz keinen Effekt. Wir werden im nächsten Doppelhaushalt darüber reden, was wir an Fördermitteln auch für diese Ziele in den Landeshaushalt einstellen und wie wir das mit den Bundesfördermitteln koppeln können. Also da wird einiges passieren in der nächsten Zeit. Gibt es Förderprogramme für die Sanierung und den Ausbau von Straßen und Fußwegen? Das ist die Richtlinie kommunaler Straßenbau, die tatsächlich genau diese Dinge abdeckt. Die ist allerdings sehr frequentiert, muss man sagen. Und wir haben sie derzeit gerade einer Überprüfung unterzogen. Das ist eines der ersten verkehrspolitischen Projekte, was wir in der neuen Landtagslegislatur angefasst haben. Wichtig ist aber da, dass die Kommunen natürlich hier auch einen Eigenanteil bringen müssen. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass die Kommunen eine Kofinanzierung hinbekommen. Also da müssen auch Hausaufgaben im Rathaus gemacht werden. Es gibt Fördermittel des Freistaates dafür, aber die müssen eben auch ordentlich kofinanziert werden. Deswegen ist da eine solide Politik nötig. Sie sehen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl 2020 in Hoyerswerda. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die jeweiligen Kandidaten eigenverantwortlich. Die Zeit des Wohnungsrückbaus muss beendet werden. Wir brauchen junge und attraktive Wohnformen für Jung und Alt in der Neustadt. Wir brauchen Wohnflächen und Grundstücke für junge Familien zur Ansiedlung in unserer Stadt. Kein Verkauf von Grundstücken an Großinvestoren. Dafür stehe ich mit meiner Wahlgarantie. Wer Thorsten Ruban C wählt, wählt eine lebenswerte Stadt für alle Generationen. Sie sahen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl 2020 in Hoyerswerda. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die jeweiligen Kandidaten eigenverantwortlich. Im Anschluss folgt ein geschichtliches Ereignis aus der Region. Danach haben wir noch die Wetteraussichten für Sie zusammengestellt. Doch zunächst gibt es aktuelle Meldungen aus dem Polizeibericht. Aufmerksame Beamte des Kriminaldienstes haben am Dienstagmittag während Ermittlungen im Stadtgebiet Bautzen eine Cannabisplantage entdeckt. Die Pflanzen standen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Eine anschließende vom Amtsgericht Bautzen angeordnete Durchsuchung förderte nicht nur die 6 zunächst gesichteten Pflanzen zutage. In der Wohnung selbst fanden die Ordnungshüter 4 zur Trocknung abgehangene sowie bereits getrocknete Cannabispflanzen. Außerdem stießen die Polizisten auf unzählige Pflanzsamen in mehreren Behältnissen. Augenscheinlich handelte es sich dabei um Cannabissamen.
Laut Aussagen der Bewohner wollten diese eine größere und andauernde Aufzucht der verbotenen Pflanzen beginnen. Dieses Vorhaben vereitelten die Beamten jedoch und stellten alle Substanzen und Gegenstände sicher. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes des Polizeireviers Bautzen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an. Am Dienstagmittag hat ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall auf der Kreuzung Einsteinstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Hoyerswerda verursacht und dabei ein radfahrendes Kind übersehen. Der bislang unbekannte Fahrer wollte an der Kreuzung abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Mädchens. Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zuvor soll die Person jedoch aus ihrem Wagen ausgestiegen sein und kurz mit dem Kind geredet haben. Während der Unfallaufnahme soll der Unbekannte noch einmal am Ort des Geschehens vorbeigefahren sein, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. Jedoch konnten die Uniformierten den vermeintlichen Täter nicht stellen. Die Ordnungshüter übergaben das unverletzte Mädchen anschließend an seine Mutter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Verursacher sowie dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Hoyerswerda unter der Rufnummer Hoyerswerda 4650 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Im Laufe des Dienstags haben unbekannte Diebe an der Weißen Mauer in Görlitz einen schwarzen Skoda gestohlen. Der 10 Jahre alte Octavia hatte noch einen Wert von geschätzt 6.000 Euro. Polizisten lösten eine internationale Fahndung nach dem Auto aus. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Auf dem Niemscher Weg in Senftenberg fuhr am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein Fiat-Transporter auf einen Mitsubishi auf. Verletzt wurde dabei niemand. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie, für Sie umgebaut. 2-3-Raum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nach 15-jährigem Schweigen ist am 3. September 2007 die restaurierte Orgel in der Schwarzkolmer Kirche wieder in Dienst genommen worden. Die Kosten für die Reparatur beliefen sich damals auf rund 31.000 Euro, die die Schwarzkolmer ausschließlich durch Spenden aufgebracht hatten. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts ist es bewölkt und die Werte sinken bis auf 12 Grad. Am Freitag gibt es viele Wolken und es kann gelegentlich regnen bei 23 Grad. Am Samstag einige Schauer, später von Norden her Aufheiterungen und die Höchstwerte liegen um 20 Grad. Am Sonntag ein trockener Mix aus Sonne und Wolken und mit 19 Grad etwas kühler.
Das war sie schon, unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen erholsamen Abend. Wir sind dann ab morgen 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.